Herzlich willkommen beim Slavic Junge Auto Geilness Test. Ich teste heute für euch den Ferrari 812 Superfast. Mit 800 PS ist der schnellste Ferrari, den Ferrari jemals gebaut hat. Außer der LaFerrari aus dem gleichen Hause. Und, Bratuchas, ihr wisst, ich teste nicht BSMS, diesen ganzen Scheiß, sondern einfach, ob das Auto geil ist, ob es geil beim Mädchen ankommt und ob es den Furz schnell rauslüftet. Also kommt mit mir mit, Bratan. Mach schnell Foto. Wie gut hat Ferrari die Karosserie vorbereitet, dass man den Fuß rausstrecken kann? Zum Beispiel im Sommer, wenn man den Dicken in der Stadt machen muss. €340.000 und 800 PS. Der Bastard vor mir kann ich nicht Gas geben. Man hat so das Gefühl, man ist im neuen Nike-Schuh. Fährt man. Verstehst du, ja? Ja, du verstehst. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet. Aber ich finde, dieses Auto passt auch gut zu Slavic Junge. Und zu meinem weißen Anzug. Und zu meinem Lächeln. Und damit kommen wir zum Blitzertest, meine Damen und Herren. War schon so ein bisschen Stefan Raab, oder? Mit diesem Auto ist ein Blitzer kein Problem. Wenn du schnell genug bist, Bild eh verwaschen. Put him in the dirt, say it again, man, and that's a reverse. I've never rehearsed, jumping in first. Call up the nurse, put the beat in the hearse. Und natürlich dürfen wir den obligatorischen Ampeltest nicht vergessen. Und zwar bei Grün schneller zu sein als der Lauch. Ja, Mann im Rot. Du weißt schon, das ist wichtig. Stell dich vor, neben dir sitzt ein Mädchen und neben dir ist ein Lauch. Und der ist schneller als du an der Ampel. Chujak, du bist sofort wie ein Lauch. Du weißt, wichtig ist auch das, wenn du an der Ampel ein bisschen Gas gibst, wie die Leute drauf reagieren. Wenn die Leute nicht gucken, dann weißt du, du bist ein Lauch. Oma-Test bestanden. Liegetest, falls Polizei kommt. Bis jetzt diese maximale Liegeposition ist meine Standardposition, wie ich Auto fahre. Und es sollte nicht so aussehen, dass dein Anus verkrampft ist, wenn du Auto fährst. Du weißt schon, was ich meine. Gut, Cut! Wichtig ist auch zu testen, wie hört sich in der Spielstraße so ein Sound an. Du weißt schon, Kinder muss man schon ein bisschen Erziehung beibringen, damit die wissen, was sie in ihrem Leben erreichen sollen. Zum Beispiel wie Slavic Junge. Hartz IV, aber dafür Ferrari fahren. Ha! War nicht so gut. Ha! Gut, schneidest du das zweite rein. Und jetzt der Tunnel-Soundtest. Stabil. Wie schon beim letzten Test sagte, es könnte sein, dass es zu einer Atmosphärenverschmutzung kommt, wenn du einen Döner-Kebab gegessen hast mit Zwiebeln. Deswegen muss auch die Lüftung in diesem Ferrari gut funktionieren. Und diese teste ich jetzt einmal. Deswegen muss man mich jetzt nicht für asozial halten. Findest du, ich bin asozial? Drei Sekunden. Ha! Noch schneller als beim AMG GT. Und jetzt kommen wir zum Mädchentest. Ich habe ganz besonderen Gast. Ich hole sie gleich vom Studio ab und wir gehen ein bisschen durch die Stadt den Dicken machen. Aber vorher gehe ich den Kofferraum schließen. Ja, aber ne, Braut. Don't you ever come up out the cracks and try to tell me how to get it poppin' really. Way too motherfucking educated to be spending any time just talking with me. Many people waiting on me. Was geht? Schöner Wagen, kann man machen. Baba Auto, oder?
Können wir so machen, dass du sagst, so herzlich willkommen, so Intro, Black Polizei kommt. Herzlich willkommen beim Autogeilness-Test hier auf dem Ostwoll-Kanal. Wir haben schon Besuch von den ersten jungen Herren hier, deswegen müsst ihr die Kamera ausmachen. Ich weiß, sieht aus, als ob ich eine Bank überfallen habe. Ich habe das ganze Portemonnaie leider zu Hause. Da habe ich ja ukrainischen Pass vom Kollegen, kann ich auch zeigen. Warte. Und jetzt, meine Lieben, Shirin, würdest du kurz hier Liegestütze machen erstmal? Als kleine Aufwärmung. Ich mache mit dir mit. Also, damit man sich auf das Auto vorbereitet. Und jetzt habe ich einen kleinen Test vorbereitet. Und zwar, chill doch mal, Digga, was mit dir los, Alter. Wie die übertreiben. Film den Ehrenmann, Alter, richtig. Also, ich habe einmal Kissen und einmal Decke mitgenommen. Und jetzt werden wir einen kleinen Test machen, aber das werdet ihr gleich nach der Werbung sehen. Zwar gibt keine Werbung, aber innen gleich. Okay. Sind uns Polizei hier, bitteschön. Das liegt an zwei Dingen, einmal im Wagen, einmal, dass wir so asozial sind. Oh Mann, alles klar, ja. Halleluja. Alhamdulillah. Der Test ist folgendermaßen, stell dir vor, wir fahren gerade vom Club nach Hause und deine Mutter schreibt dir, du hast deiner Mutter gesagt, Mama, ich bin bei einer Freundin, wir chillen, übernachten. Genau, du musst einfach so ein Foto dabei machen, als ob du im Bett zu Hause liegst. Aber warte, bevor du das machst, einen Moment, wir müssen freie Strecke auswählen, damit das natürlich auch ein bisschen erschwertere Bedingungen sind. Damit ich vielleicht 300.000 km/h fahre. Okay, ihr habt gesprochen. Stopp. Also ich finde nicht schlecht schon mal, weil das nicht vermackelt ist und sieht schon sehr originell aus. Noch zweite Aufgabe, ich muss das wiederholen und zurück Kofferraum bringen. Bis ich den Kofferraum lege, kannst du kurz einen Witz erzählen. Eine Deutsche, eine... Nochmal. Eine Deutsche, eine Türkin und eine Russin treffen sich zum Kaffeeklatsch. Die reden über ihre Männer und über ihre Familien. Und die Deutsche fängt an. Also, mein Mann, er wäscht nie seine Klamotten. Gut, danke schön. Der war schon mal gut, der Witz. Kann ich nur gratulieren. Shirin kriegt den Comedy-Preis 2025. Der war gut gewesen. Ich schwöre dir, der war gut gewesen. Sag. Also, eine Deutsche. Dankeschön. Wenn du gute Witze erzählen willst, Stanislavski. Vielleicht zum Schauspiel üben, habe ich extra ein Buch ausgeliehen. Bitte schön. Welche Farbe willst du? Rot. Rot. Ja. Die Aufgabe ist folgende. Als erstes aus dem Auto rausrotzen. Sehr gut. Okay. Jetzt bist du bereit. Also, ich kann im So, ich habe ein Bild vorbereitet und zwar, du kannst so gut zeichnen, oder? Eigentlich nicht, ne? Kannst du nicht gut zeichnen? Nein. Ich habe eine 5 bekommen damals im Kunst. Ich bin wirklich richtig wack. Schwör. Ich schwöre auf alles. Sag Walla. Walla. Okay. Sag mal gut. 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 Schreiben wir so, dass ich kann gut zeichnen. Du kannst so gut zeichnen, oder? Ich bin wirklich richtig gut. Schwör. Ich schwöre auf alles. Sag Walla. Walla. Okay. Da Shirin gut zeichnen kann, werden wir auch einen kleinen Test jetzt machen. Ich habe hier ein Bild von Dieter Bohlen. Du sollst jetzt beim Fahren Dieter Bohlen malen. Du hast genau hier 500 Meter Zeit. Okay. Geht los? Ja, jetzt. Okay. Fertig? Kann das sein, dass auch wenn ich nicht so schnell gefahren wäre, das Bild genauso hässlich geworden wäre? Nein, guck mal. Erkennt man nicht, dass es Dieter Bohlen ist? Also... entwertet selbst. Aber ist gut. Also wir gehen jetzt Lippenstift kaufen und wozu? Das könnt ihr euch sicherlich schon denken. Ich hoffe, wir kriegen gleich nicht Probleme. Ja. Okay, alles klar, der filmt mich. Wo ist Lippenstift? Wo ist der Lippenstift? Wo gibt es Lippenstifte? Dankeschön. Alles klar. Was geht? Darf man auch testen, die Dinger? Kannst du so Herpes übertragen bekommen? So. Klar, klar. Dann sind wir hier jetzt fertig. Wir haben jetzt den knalligsten roten Lippenstift, der geht.
Achso, wir müssen ja noch bezahlen. Ich habe nicht mal Geld, das ich für dich bezahle. Lass du so machen, meinst du, bitte. Meine Freundin will sich einen Lippenstift kaufen. Ist guter Lippenstift? Leckes Marvin. Ja, ich weiß. Ich weiß. Was voll süß. Oder? Bitte schön, Schiri. Sehr gerne für dich. 21 Euro für Lippenstift, was sagst du dazu? Ich finde das gut, weil nur das Beste für die Beste. Können wir Mercedes-Werbung einblenden? Ist jetzt Falschgeld? War der Arthur jetzt dran? Ist Falschgeld? Deswegen hast du gesagt, ich soll bezahlen. Nee, das ist nur ein bisschen dreckig. Mach dir mal keine Sorgen, das kriegen wir schon hin. Ja, mach dir keine Sorgen, alles gut. Das ist schon richtig. Gott sei Dank habt ihr geglaubt. Warum hast du falsch gehört? Hm? Dankeschön. Bitteschön. Also ich hab Schatz einen Lippenstift gekauft. I don't wanna be rude, but I don't give a damn about you one bit. And I think you used to have it all. Funny how the tables turn around. You check it for me on the internet, I know you don't. Can't believe I made it with the music. I know, probably think about me all the time. Probably think you're drowning in the sorrow. Wir fahren jetzt zurück zum Studio. Ich fühle mich schon ein bisschen so wie bei einer Sendung. Digga. Immer wenn wir dann so bereit sind zum Drehen. Halt doch mal die Schnauze, oh meine Brot. Soll ich die mal kurz fetzen? Alter? Entschuldigung, Sie wären doch schneller, wenn Sie vorbeigefahren wären. Machen Sie mal runter. Nur kurz. Nur weil ich Ausländer bin oder was? Wir haben jetzt Lippenstift. Ich habe Lippenstift Shirin gekauft mit Falschgeld. Jetzt hoffentlich guckt uns auch Berliner Polizei. Liebe Grüße. Das ist der Lippenstift. Das ist auch kein Product Placement, leider. Aber vielleicht kannst du was klären, Shirin. Auf jeden Fall, die Aufgabe ist folgende. Du musst versuchen, dir die Lippen zu schminken, während ich vor der Polizei flüchte. Wir machen ein bisschen Bonnie und Clyde. Du weißt ja schon, dass das knallroter Lippenstift ist, ne? Riecht schon gut. Muss ich sagen. Bis wir hier grün ist. Zum Beispiel, was viele Jungs hier interessiert, was mögen Mädchen an Jungs? Was ist das Wichtigste? One, two, three, listen. Also erstmal. Alles klar, danke schön. Roter Ferrari. Das hätte ich von dir nicht erwartet. Hättest du wirklich nicht? Ich habe gedacht, dir kommt es auf innere Werte an. Nein, schwarz. Sag mal wirklich. One, two, three, listen. Also als erstes, ich persönlich mag große und schöne Hände. Zum Beispiel so. Das sind schöne Hände, ja. Ich schwöre, das sind schöne Hände. Ja? Ich schwöre auf alles, das sind richtig schöne Hände. Mein Herz, hör doch auf. Ja. Du musst doch so festgehalten werden, ja, voll, in irgendwas, weißt du? Nicht so, so Sujuk-Hände wie bei Vati. Schon ekelhaft, so kleine Sujuk-Finger. Er muss auf jeden Fall eine gewisse Etikette mitbringen. Nicht so asozial wie du, Mann. Hä? Was? Das schneiden wir raus. Können wir das reinschneiden, wie ich die Tür aufgehalten habe? Das ist so das Allerbeste. Also wirklich ein Mann. Wie hast du vorhin gesagt? Was muss ein bisschen vorhin schöner. In Russland sagt man, ein Mann muss ein bisschen schöner sein als der Affe. Auf jeden Fall ein guter Duft. Kennst du das, wenn man sagt, man kann sich nicht riechen? Das ist Fuck, das ist real. Das ist entweder so. Du kannst jemanden riechen oder nicht. Und wenn der Typ dann auch noch wirklich gut riecht, dann ist alles vorbei. So kühlen Blick und so auf arrogant bisschen, so eine gesunde Arroganz. Ist auch, ja, sexy, ist auch so. So unantastbar ein bisschen, ja? Ja, oh mein Gott, das liebe ich. Und ein roter Ferrari. Dankeschön. Ihr habt verstanden. Shirin hat gerade Slavik Junge beschrieben. Ich biete auch ab jetzt einen Kurs an für 99 Euro in der Woche. Kann ich euch auch beibringen, diesen kühlen Blick, den könnten wir jetzt einblenden. Kannst du Fenster offen? Musst du kurz furzen, Shirin. Was? Ich habe schon den Lüftungstest gemacht, das geht ganz schnell, das ist kein Problem. Gut, diesen Test habe ich schon mal bestanden und der Ferrari auch. Und jetzt kommen wir zum nächsten Test. Fuß aus dem Fenster halten für, oh, Shirin. Genau, sehr gut. So. Das müsste ich auch mal kurz. So sieht auch die Polizei dich nicht. Und jetzt kommen wir schlussendlich zum letzten Test. Hier ist Schulklasse und du schreist du Hurensohn kurz raus. Schrei einmal du Hurensohn. Okay, diesen Test hat sie natürlich nicht bestanden. Ja, Shirin, das sind Kinder und die müssen auch lernen, dass das Leben kein Zuckerschlecken ist. Also, jetzt müssen wir eine gerade Strecke finden, um
gut. So hat auch schon damals Adolf Hitler gewunken, den Leuten. Okay, jetzt nimmst du einmal bitte schön den Lippenstift in die Hand. Da hast du ihn. Wir schlagen einmal auf, dass du dich schminkst. Hier vorne ist die Strecke, die ist ungefähr 300 Meter lang. Und auf dieser Strecke müsstest du probieren, okay, dich gerade zu schminken. Okay. 3, 2, 1, los. Hey, they don't really understand. Hey, gotta look out for the fail. Hey, I won't fall for any scam. Yeah, only worry about the fans. Yeah. Kannst du ein bisschen näher in die Kamera rangehen? Ich finde, es ist sehr gut geworden. Was ich auch sagen muss, was ich an Mädchen mag, wenn sie Lippenstift an den Zähnen haben. Diesen Test hast du auf jeden Fall bestanden. Dankeschön. Den zu Ende machen? Darfst du. Oh, scheiße. Kannst du irgendwie kurz stillhalten? Klar. Das Hintervorzige gefällt mir schon ein bisschen. So ab und zu Gas geben oder so. So ein bisschen zu bremsen. Dir gefällt's doch ein bisschen. Hast du Angst? Shirin, du weißt, die Perfektion liegt in der Imperfektion. Ist gut, oder? Können wir hier einfach ihren schwarzen Balken über diese Stelle einblenden? Und zwar bis zum Ende, bis sie aussteigen. Ja, wir können eigentlich einen ganzen Balken machen. Über den ganzen rechten, über den ganzen rechten Sitz ein Balken. Aber während wir noch fahren zum Studio, ja, können wir auch gerne nochmal einen Bass-Test machen. Weil ich muss sagen, die Anlage ist Baba. Mach mal deinen Song an. Ja, ich feiere den wirklich übertrieben. Und das ist sogar geschleimt. Baba, und jetzt machen wir den an und testen mal den Bass hier. In die Soiree, Erde tut es Niki. Kronleuchter separé, steh auf Schickimicki. Donatella an meinem Hals, doch die Schuhe Jimmy. Ich, kein Undercover Flex, gib ihn. Der Körper ist gewaxt, alles bei mir klappt. Finger an die ganzen Fuckboys, Baby, gib ihn. Hey! Baby, gib ihn, gib ihn. Gib ihm, gib ihm. Baby, gib ihn, gib ihn. Hey, man, gib ihm. Kilometer lang ist die Letto. Hey! Hey! Gib ihm. Wir aussehen ist schon respektlos. Hey, sie kommen nach. Gib ihm. Nur halb angezogen. Oh, aber nicht Herzinfarkt kriegen. Nur so für den Flex. Alles wie geleckt, sag mir wie schmeckt. Schick ihm David Bitch, welche Hobel schreibt. 20 Mädels VIP, Baby. I am so, I'm so, yes I am so. Mein Name ist Vadik Junge und heute bin ich da, um euch zu beweisen, dass gut aussehen ist nicht das Wichtigste. Wahrscheinlich mein Auto ist nicht das Schönste, aber ich ficke Ferrari, wie Khabib hat Conor McGregor gefickt. 24 hours on my job. Tor ein deutsches Wahrzeichen ist, werde ich Slavik Junge hier testen, wie gut bin ich integriert in die deutsche Gesellschaft mit diesem Ferrari. Was ich natürlich immer zu praktizieren versuche, wenn Mädchen in der Nähe des Autos sind, auch wenn ich nur ein Lupo habe, drücke ich immer auf ein oder aus, damit das Auto blinkt und damit die Mädchen natürlich meine Aufmerksamkeit haben. Aber bitte nicht Mädchen über 40. Das ist Vadiks Kategorie. Natürlich ist es schwierig, da heute nicht so viel weibliches Personal unterwegs ist, aber das ist gar kein Problem, da ich zwischen männlichen und weiblichen Homo sapiens nicht unterscheide, es sei denn, wir landen im Bett. Das asiatische Publikum werden wir nicht befragen, da diese nur auf Toyota und Mazda stehen. Ich habe eine Frage und zwar, ich bin Russe, da vorne ist mein Ferrari, seht ihr den? Zu wie viel Prozent werde ich deutsch und integriert, wenn ich dieses Auto fahre? Gar nicht. Gar nicht, 0%, ja? Und wenn ich Martin heiße? Auch nicht. Also 0%, was sagt ihr? 10%. 10%. Ja. Da vorne steht mein Ferrari, seht ihr den? Der ist jetzt verdeckt von Lauchs. Bin ich deutsch, wenn ich dieses Auto fahre? Italiener. Italiener mehr. Araber, Türke. Also gar nicht in die deutsche Richtung, ja? Ja, gar nicht, ja? Bin ich mit diesem Auto integriert?
Italiener ja schon fast, ne, beim Verraten. Zum Beispiel, das ist schon mal gut, als, dass ich als Italiener eingeschätzt werde, weil Italiener möchten sowohl Russen sein, als auch Türken, als eigentlich alle ausländische Bevölkerung. Außer die Italiener wollen nicht Italiener sein, weil Italiener wollen auch ein bisschen asozial sein. Die haben satt, immer mit Da Vinci und Leonardo DiCaprio verglichen zu werden. Leonardo DiCaprio, der die Sixtinische Kapelle gemalt hat. Weißt du nicht? Du bist hier mit gebildeten Slavik-Jungen unterwegs. Ich habe Abitur. Frau Merkel, ich habe eine kleine Frage an Sie. Ich habe diesen Ferrari mir gekauft, der rote. Und zu wie viel Prozent bin ich deutsch mit diesem Auto? Gar nicht? Ist mir auch ehrlich gesagt egal. Aber ich bin Russe und ich würde gerne mehr deutsch wirken. Sorry guys, you Italian? No, Spain. Spain, but it's like the same, okay? No, totally different. But language is the same, not? No. Okay, but I have one question for you. How much I am German with this car? No good integrated. This is like an Italian car, very expensive. More cheaper, like a German car. Volkswagen? Volkswagen, yes. Golf. It's more integrated in Germany. This is from the people of the neighborhood. Okay. Take a picture of us? Yes, for sure. And now I have a new iPhone. Thank you very much. Ich habe eine Frage und zwar, ich habe mir vorne diesen Ferrari gekauft und ich bin Russe. Zu wie viel Prozent bin ich deutsch mit diesem Auto? Ja, arabisch. Arabisch, ja? Okay, das heißt aber, den deutschen Pass trauen Sie mir trotzdem nicht zu mit diesem Auto? Natürlich. Auch, ja? Ja, klar. Kann jeder. Er hat auch einen deutschen Pass. Wie hier, guck. Du hast... Ey, der hat erreicht, der hat alles erreicht. Guck, von Ausländer zu Ausländer. Zu wie viel Prozent würdest du mehr mir Deutsch geben? Mit dem Auto. Bleiben immer Ausländer. Egal, Ausländer, ja? Anzug und nicht. Kein Anzug, nix. Immer Ausländer. Ausländer bleibt Ausländer. Egal, wie gut Deutsch du sprichst, Abitur machst. Alles klar, vielen Dank euch. Die waren mir sehr sympathisch, aber ich habe ein bisschen Angst um meinen Anus bekommen. Ich glaube, die waren vom anderen Ufer. One question. I'm Russian and I bought this Ferrari. How much I'm integrated in Germany with this Ferrari? I'd say you'd look very good in that Ferrari. Yes? Oh, thank you very much. So integrated, yes? So don't worry if you're integrated or not. You just look great. So. Thank you. Yeah. Okay, thank you. You have a Ferrari, you don't need to be integrated. Don't need to be integrated, okay. Thank you. Egal, ob deutschen Pass hast oder nicht, wenn du Ferrari hast, da wird auch Merkel ein bisschen feucht, du weißt schon, was ich meine, ja? Aber eigentlich, meine pessimistische Ader sagten mir, das waren ja keine Deutschen. Hier, dieser Mitbürger ist auch ganz gut. Beobachten wir ihn, er positioniert sich nah zum Auto und telefoniert. Er sieht auch elegant aus und man hat sofort das Gefühl, dieses Auto gehört ihm. Diese Taktik nennt man Slavik-Junge-Taktik. Bin ich deutsch mit diesem Ferrari? Ich bin Russe eigentlich. Aber wenn du mich mit diesem Ferrari siehst, zu wie viel Prozent bin ich integriert in die deutsche Gesellschaft? Gar nicht, immer noch. 0%, wirklich null. Ja, noch schlimmer, glaube ich. Noch schlimmer, noch Kanaka, ja? Ja, guck mal, der verkauft Drogen, der verkauft Weiber. Aber das Problem ist, ihr seid ja auch Ausländer, weißt du? Wir sitzen im selben Boot. Jungs, seid ihr Deutsche? Ja, sehr, danke schön, vielen Dank. Ihr seid Deutsche, ja? Ihr seid richtig Deutsche. Dann kannst du ein bisschen vielleicht in die Russenhocke gehen. Ich fühle mich sehr unterdrückt. Lass uns alle in die Russenhocke gehen. Spaß, ich bleib noch stehen. Okay, nein, Jungs, wirklich, eine Frage, setzen wir uns kurz hin. Als erste kleine Prüfung, wir müssen dieses Loch treffen, zu spucken. Gut, ich habe getroffen. Das war sehr vorbei, mein Freund. Da merkt man auch, dass du deutsch bist. Der hat auch vorbei, seht ihr? Die Zielgenauigkeit bei den Deutschen ist nicht so gut, aber das ist nicht schlimm, weil hier haben wir die ersten waschechten deutschen Mitbürger, die beurteilen können, ob Slavik Junge mit diesem Auto integriert ist oder nicht. Bruder, musst du furzen? Mit diesem Auto, bin ich mehr integriert? Bin ich mehr deutsch? Oder zu wie viel Prozent bin ich deutsch mit diesem Auto? Stimmt, mindestens 80. 80 Prozent? 70 Prozent. Alhamdulillah! Ich danke euch und überprüft nicht, ob ihr noch einen Geldbeutel in der Tasche habt. I'm gone, finally back in my home. I'm ballin', can't beat me up, cause I'm back in my zone now. Und jetzt kommen wir zum Platztest. Da war die Tasche des Zweifels, da treffen wir uns zu Hause. Platztest. Bestanden. Aber wie man gesehen hat, ist ein Zweisitzer problematisch bei größeren Gesellschaften. Ja? Kannst du mir beim Umzug helfen, Bruder? Natürlich, kein Problem. Bis gleich. Dabei.
Blatt. Regel Nummer 1, wenn ein Allmann anruft, darfst du nicht absagen. Er kann dir immer helfen. Bruder, was geht? Sofa kommt auch gleich. Warte mal. Ich glaube, passt nicht rein, Alter. Viel zu klein der Kofferraum. Ja, und nun? Ich sag dir später Bescheid, ich klär das. Dabei. Kofferraumtest nicht bestanden. Ein paar freie Stunden bestanden. Ha! Ah, immer dieses Anschnallen, Jobber im Rot. Trick 17. Hinten anschnallen. Du sagst, du liebst mich, Baby, red nicht. Ich will ein Mädchen, keine Hure. Bitte geh, 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 geh. Baby, red nicht. To reverse, never rehearse. Jumping in first, call up the nurse, put the beat in her hearse. This is absurd, tank to berserk. Don't get on the tracks, man, and they better swerve. Don't got a nerve, man, I never curse. Just casting these spells when I'm spelling these words. That's real, that's real, that's too real. I've been Roosevelt, I need a new deal. Trying to figure out what I should do still. Slaviks Fazit: Der Ferrari 812 Superfast ist gut, um vor der Polizei zu fasten. Gesamtfazit: Geil! Ballad. From the west side of that old town, but there's no show. Still, I go down to the open mic, show love to the real ones that know now. Some of y'all don't know now. In a couple months, you're gonna find out. Been blowing up from the underground, and they stepping on a landmine now. And they know it's my time now. Coming up, I'm on a climb now. Everybody claim they've been balling, but it's looking like they took a time out. Okay, I'm working on a Wednesday, then up again the next day. So and so is popping, man. I skip him like he leg day.